lange ist das her? Mein Verschlüsselungszauber hat dafür gesorgt, dass keiner seine neugierige Nase in die Schriften stecken kann. Sobald er aufgehoben ist, kann aber jeder darin lesen. Ich hoffe allerdings, ihr vergesst nicht, dass darin nur die Theorie beschrieben steht. Ihr braucht jede Menge Äther. Wie wollt ihr den beschaffen? Darauf hat uns Sid schon hingewiesen. Auch wenn wir unser Schiff mit Kristallen vollladen, wird es bei weitem nicht reichen. Mit einem Auraziten und dem Ätherextraktor könnte es vielleicht gehen, aber... Aber wo die sind, weiß nur Minfilia und wir haben keinen Hinweis auf ihren Verbleib. Und auch Munbrida ist nicht mehr bei uns. Äther, die Quelle aller Magie. Quelle der Magie? Aber ja, das ist es! Yes. Das Auge des Drachen. Oh nein. Die sieben hohen Drachen existieren seit tausenden von Jahren. Und über all diese Zeit haben sie stetig Äther in sich konzentriert. In ihren Augen, der Quelle ihrer Magie. Aber können wir uns diese Kraft so einfach nutzbar machen? Das gelänge doch wohl nur einem Drachen selbst. Oder jemandem, der mit ihr genauso vertraut ist. Dem Azur-Drachenreiter. Unser Plan nimmt ja langsam Gestalt an. Dann lasst uns nach Ishkar zurückkehren. Ich mag Matrol. Warte noch. Was ist mit deinen Augen, Kind? Wann ist denn das passiert? Ah, du hast es bemerkt. Seit ich nach dem Teleportzauber im Ätherstrom herumgeirrt bin, ist meine Sicht ganz anders. Teleportzauber? Etwa ein Antiker? Dummerchen, wie oft hab ich dir gesagt, lass die Finger von der verbotenen Magie. Aber ich musste es tun. Minfilias Leben stand auf dem Spiel und das Schicksal Eoseas. Außerdem konnte ich so in den Ätherbahnen umherwandern. So eine Erfahrung macht man doch wirklich nicht alle Tage. Erfahrung, papalapap. Ich muss dir ja wohl nicht sagen, wie viel Kraft es braucht, nur durch das Fühlen der Ätherschwingungen zu sehen. Pass auf. Ja, Matoya. Danke für alles. Also nach Ishkar zurück. Oh, Cockatrice. Hallo, Alfino. So. Dann einmal dahin. Fällt erfolgreich und ich habe nichts gemacht. Geil. Immer wieder nett. So, da kann ich auch diesmal hinlaufen. Dieser Besen. Thank you.
sollen wir hier hin? Oh, hallo, Emmerich. Tachchen aber auch. Ihr seid zurückgekehrt. Wie ist es euch ergangen? Wir haben einen bedeutenden Schritt vorwärts gemacht, Großmeister. Aber lasst mich euch zunächst ein Mitglied unseres Bundes vorstellen, Istola aus Schalayan. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Großmeister Emmerich. Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, die große Gefahr abzuwenden, die uns aus Azizla droht. In der Tat, eine große Gefahr. Und was ist nun dieser bedeutende Schritt, den ihr auf eurer Reise gemacht habt? Die Forschungsarbeit durch euer Schalayaner Meisterin soll also die Grundlage für eine Ätherramme bilden, mit der die Energiebarriere über Azizla zu durchstoßen ist. Gespeist von einer noch unbestimmten Energiequelle. Und genau um diese Energiequelle geht es. Wir haben daran gedacht, die Kraft des Drachenauges zu nutzen, oder vielmehr Azur-Drachenreiter Istinien zu ersuchen, uns diese Energie zu erschließen. Das Drachenauge? Nun, ich werde Istinien benachrichtigen lassen. Er muss selbst beurteilen, ob ihm überhaupt möglich ist, was ihr euch vorstellt. Vielen Dank, Großmeister. Ich habe zu danken. Ihr habt es auf euch genommen, eine Gefahr zu beseitigen, die Ishgard selbst heraufbeschworen hat. Daher, Istola, lasst uns Sid mit den Berechnungen über die Ätherramme versorgen. Denn diese Gefahr bedroht längst dich, wenn du Ishgard. Rewewerke. Das war dann wieder. Luftschiff-Landeplatz. Da vorne steht er schon. Von Weitem schon gesehen. Dächchen, Sid. Habt ihr eine Lösung gefunden? Wir haben schon mal die groben Arbeiten erledigt. Jetzt brauche ich aber Konstruktionsdetails, sonst wird es nichts mit der Ätherramme. Sid, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Wir haben bisher unter Verschluss gehaltene Schriften über einen Ätherverdichter aus der großen Gruber-Bibliothek geholt. Darauf sollte alles abblättbar sein, was du für die Konstruktion der Ramme brauchst. Sehr gut, dann mache ich mich mal an die Lektüre. Aber was ist mit der Energiequelle? Darüber haben wir auch bereits nachgedacht. Tada! Ah, ihr seid schon alle da. Ja. Ich will euch nicht zu lange damit von der Nase herumwedeln, aber das ist unsere Energiequelle. Seit uralter Zeit hat das Auge des Drachen Äther gespeichert. Seine Kraft ist ungeheuer. Das Auge des Drachen, der wertvollste Startschatz Ishgards. Was für eine böse Aura davon ausgeht. Na gut, dann steht den Fachleuten mal nicht im Weg. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Oh nein. Irgendwie hat ihr schon dunkel geahnt, dass uns keine Pause vergönnt sein würde. Ihr hattet doch genug Pause in der Zeit. Jawohl, Chef. Wedge meldet sich zur Nachtschicht. Weißt du, die hatten mehr als genug Zeit, da rumzugammeln. Jetzt müssen sie mal was tun. Wieder mal was tun.
Hallo, Emmerich. Ich würde aber gerne eine Sache definitiv noch tun, bevor ich das hier mache. Ich war einmal nach Gredania zurück. Ich weiß, das könnte ich zwar auch hier machen. Aber in Gredania weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. In dem anderen Kampf nicht. So. Und zwar möchte ich noch mal ein bisschen was kaufen. So. Ja, neue Waffen, ach was. Ja, gucken wir. Bin ich gerade blind? Tränke, da! Ja, Mensch! So, ich verkaufe jetzt hier einfach. Ich verkaufe einfach so ein bisschen was. Oh mein Gott, wer lacht da so komisch? Kaufen. Ja. Dann bitte einmal wieder zurück teleportieren. In die Fundamente. Da-da-da. Achso, ja, das ist unten dann, ne? Ja, okay. Dann gehen wir hier rein. Hallo, Lucia. Achso, jetzt wird weg. Einmal. Nein, ich bin schon wieder falsch. War denn da die Abzweigung? Oh Gott, es gibt Füchse! Es gibt einen Fuchswelpen! Oh Gott, das stimmt nicht mit mir. Warum will ich alles haben? Ich habe echt ein gewaltiges Problem.
Ah, da hinten ist sie. Die gute Hilda. Achso. Oh. Dann wahrscheinlich dahin. Ja. Wenn wir mit dem reden sollen. Ich hoffe, ihr habt euch beruhigt. Bitte verzeiht mein Benehmen beim letzten Mal. Ich war so von der Trauer um meinen Sohn überwältigt. Sie wird mich auch bestimmt noch lange quälen. Doch ich habe beschlossen, stark zu sein. So wie er es gewollt hätte. Als euch nach Coertas einzuladen und als euch euer Garant aufzutreten, war voller lobender Worte. Du seist eine wahre Freundin. Du trügest die Flamme der Hoffnung in dir. Jetzt gib mir nicht das kaputte Schild. Jetzt sehe ich es erst, wie wahr diese Worte waren. Du hast die Hoffnung nach Ischgard gebracht. Wir waren inmitten eines Schneesturms und nun endlich wird der Himmel Licht. So lieb in dem kaputten Schild. Hier, zum Gedenken. Es wäre sein Wunsch gewesen, an deiner Seite in den Kampf zu ziehen. Geh nun und gib auf dich Acht. Möge dich nicht auch das Schicksal meines armen Sohnes ereilen. Also, ich fürchte mal, so wie die letzten Indies gelaufen sind, dass ich definitiv mindestens zweimal sterben werde. Eine Indie ohne Tod gibt's bei mir nicht mehr. Ich sterbe immer mindestens einmal. Wenn ich an gestern an die Zenith-Prima-E denke, oh Gott, das war ein Graus. Hallo, Istola. Es ist schon seltsam. Bis vor kurzem durfte noch niemand nach Ischgard herein und jetzt fliegen schon Linienschiffe die Stadt an. Endlich haben sich die Stadtstaaten die Hände gereicht. Und ein Gutteil davon ist dein Verdienst. Du bist die Flamme der Hoffnung für uns alle. Erspar ihr die schmalzigen Worte. Dafür kämpfen Leute wie wir nicht. Danken darf man seine Hände doch wohl noch. Wenn du möchtest, gerne. Immer gerne. Ich fürchte, allzu lang kann die nächste ja nicht mehr dauern. Danken ist es zu früh. Vor uns liegt eine Schlacht, die einen tausendjährigen Krieg beenden wird. In der letzten Inni, das war ja diese komische Bibliothek. Da war ich mit Dera. Und dieser Bücherwall, der da war, also eigentlich im Final Fantasy-Universum ist es ja der Dämonenwall. Wobei, das war ja noch nicht mal das Schlimmste. Am schlimmsten war der letzte Kampf. Der hat echt in Asisla Nerven gekostet. Werde ich alle mein Ende setzen. Ich will weder deine Entschlossenheit noch den Ernst der Lage anzweifeln. Aber du musst aufpassen. In dem Auge wohnt eine Kraft, die von dem unstillbaren Hass des Drachen gespeist wird. Meinst du, dass er mich verschlingen wird? Noch ein paar gute.
Also, ersticke ich die Kraft mit gut mal, denke ich mal, beschissen. Gut. Ich freue mich. Ich freue mich. Die machen Spaß und waren sehr episch. Ja, episch ist schon mal gut. Mit episch kann ich leben. Welch ein Glück, dass ich euch antreffe. Ich habe den Sonnenwind ohne Aufsicht gelassen, um euch ein Objekt von höchster Wichtigkeit zu überbringen. Hier, möge er euch gute Dienste leisten. Ein weißer Aurazit? Er befand sich in Moonbridas Hinterlassenschaft. Sie hat sogar daran gedacht, Ersatz mitzubringen. Ihr begebt euch an den Ort, an dem die dunklen Wesen lauern, die meiner teuren Freundin das Leben raubten. Ich bitte dich, lass sie dafür bezahlen. Leid. Ich werde leiden. Oh, bitte. Hier, seht nur. Sie ist so umfassend verbessert, dass ich ihr einen neuen Namen gegeben habe. Jetzt bin ich gespannt. Die Enterprise Excelsior. Oder einfach Excelsior, wenn euch das zu lang ist. Sie wird euch an den Ort der großen Konfrontation bringen. Mhm. Also dann, alle Mann an Bord. Ab hier muss ich euch alleine ziehen lassen. Das tut es nur die ganze Zeit. Aber meine Gebete werden euch begleiten. Und ich bin sicher, dass auch Orchefon im Geiste bei euch sein wird. Ich werde sie lernen. Viel Glück. Orchefon. Möge eure Mission von Erfolg gekrönt sein. Ich will mindestens dreimal sterben. Ich erhöhe den Einsatz. Es werden dreimal. Also dann, Abflug. Und auf Nimmer wiedersehen. Ich nicht wollen dahin. Pass auf, und jetzt klappt's wieder nicht. Gleich ist es soweit, Leute. Vielleicht kommt Sauron raus aus dem Auge. Oder nicht? Netter Bohrer.
sind durch! Mhm. Schweinchen pfeift. Die Galea. Ich hab's verfolgt. Och, Leute. Verflucht, kann man nicht einfach mal normal irgendwo hinfahren? Ich hab gewartet, dass wir ihnen den roten Teppich ausrollen. Schon ab, haltet euch fest! Gleich schießen die uns ab! Tataru! Die ist nicht da! Oh, das geht doch in die Hose. Verdammt! Das halten wir nicht mehr lange durch! Die Zeit ist gekommen, dein Geschenk einzusetzen, Heidelin. Gut. Oh nein. Für all die Opfer, die mein einfältiger Glaube an meine selbst erschaffene Gerechtigkeit forderte. Was? Shiva, Reswelge, bitte verzeiht mir. Was hat die denn jetzt schon wieder vor? Selbst jetzt wünsche ich mir nur, dass all die kalten Herzen sich erwärmen. In einer Zeit des wahren Friedens. Ist das Iselle? Was hat sie vor? Ich nehme an, Scheiß hat sie vor. Gott, Geschöpf meiner Wünsche und Träume, noch einmal bitte ich dich. Erfülle meinen Körper mit göttlicher Kraft, O Shiva, für den wahren, immerwährenden Frieden. Thank you.
Gute Nacht, Frisches. Soll ich nochmal hochkommen? Nach der Szene. Was ist das denn für eine Frage? Natürlich will ich. Leb wohl, Kriegerin des Lichts. Du hast mir den Weg gezeigt. Nein, stimmt jetzt nicht. Nein, ach komm. Nein. Nein. Nein, ich will das nicht. Dieser Äther, sie hat einen Lichtkristall benutzt. Auch sie war geführt von Heidelin. Hätte er nicht draufgehen können? Ruhe in Frieden, Eisherz. Boah, ich werde beim Bild verloren im Finale. Okay, ja, jetzt sind wir hier. Gut, dann gehe ich noch einmal kurz hoch. Und sage, Frisches einmal kurz gute Nacht. Und danach sehen wir weiter. Ich will gar nicht, ich glaube, es kann gar nicht. Es kann es doch schon mal werden, ich weiß es nicht. Okay, so. Wir sehen uns dann hier nicht wieder. Genieß es.